Oh, ja, wir sind hier. Wir können gleich den Durchbruch hochrennen. Kennst du dich hier unten aus? Ein bisschen. Ganz wenig. Also jetzt nicht die Welt. Ah, wir sind gut. Oh ne, sind doch nicht so gut. Ich dachte, das wäre hier der Durchbruch. Oder ist hier der Durchbruch? Also wir müssen ja erst durch die Wand gehen, durch das Loch in der Wand. Ja, das kenne ich, aber ich weiß halt nicht genau, wo das ist. Das muss doch, glaube ich, irgendwo sein, oder? Oh, ich habe keine Ahnung in den Garagen. Oh, hier brennt... gerade ein Airdrop? Nee, das ist das Feuer, ne? Hm? Ja. Nee, ich glaube, wir laufen falsch, oder? Ich weiß es nicht. Aber wo das Feuer... Warte mal, wo das Feuer ist, ist doch dieser Geheimgang hier drüben irgendwo. Ja. Wo wir oben im Goshan, oder wie das heißt. Ist reinkommen können, ne? Ja, oder hier drüben. Benji weiß das, der weiß sowas, aber ich nicht. Mist. Hm. Nee, hier ist es nicht. Mann. Wir gehen doch in der Garage drauf, Alter, wegen so einem Scheiß. Ja, wir nehmen sie alle mit in der Garage, so ein Ding ist das. Nee, ich glaube, wir sind ja falsch. Wir hätten doch wahrscheinlich da den anderen Gang nehmen müssen. Okay, dann machen wir das mal. Oh, Benji, wenn du brauchst. Er ist ja nicht da. Er treibt sich auf Arbeit rum. Nee, hier ist es. Hier kann es aber auch nicht sein. Ich weiß bloß, dass Benji mal irgendwie... Oh, hier ist eine Waffenkiste. Was ist aber? Benji hat das Feuer gehört und meinte, hier sind wir da und da gibt es dann den Geheimgang. Du kannst... Da ist ein Mac drin. Hauen wir mal rein. Warte mal, ich mach mal die Map auf und guck mal. Ich habe halt nicht die Garagen-Map offen jetzt. Ich habe halt die für die Quest mit den Läden. Ja, die habe ich auch. Die auch ablaufen. Mero, das Feuer ist über uns, ja, aber das bringt uns jetzt erstmal auch nicht großartig weiter, weil ich nicht weiß, wo der. Und da vorne schießt einer, ne? Lass uns einfach mal hier gucken. Ja. Wenn nicht, müssen wir wieder zurücklaufen. Ja. Daran soll es nicht scheitern. Ja. In der Zeit haben sich hoffentlich da oben alle die Köpfe eingeschossen. Ja, und wir nehmen den letzten mit, der den ganzen Rucksack voll hat mit dem Gear von... Oh, hier vorne? Ist Kev geschrien? Oh, da ist der Durchbruch. Den habe ich gesucht. Nee, Mero. Da hast du dich jetzt geirrt. Hier ist der Durchbruch, oder? Da ist einer rausgerannt, da läuft einer. Das sind Spieler. Okay. Wupp, Headshot tot. Ich bin tot. Der hat mir aber echt guten One-Tap gegeben. Ich hab dich gerecht. PS. Stark. Genau so wollen wir das hier haben. Alter Mist, jetzt bin ich doch wieder allein. Wie konntest du mir das antun? Ja. Der hat gut getappt. Ich hab's echt. Ja. Ich hab den nicht gesehen. Ich klipp erstmal nach. Ja, easy. Oh Mist. Scheiße, John, nein. Ja. Fuck, du sagst es. Ach, passt. Gegen Head Ice bist du machtlos. Ja. Da kannst du auch die beste Weste anhaben, ist scheißegal. Aber bei mir vorhin auch, Alter, du bist ja wenigstens durch einen Spieler gestorben. Soll ich irgendwas von dir wegschmeißen? Ja, kannst du ruhig alles wegschmeißen. Wenn du willst, kannst du das G36 mitnehmen für dich, kannst du behalten. Ich lass meine Waffe, ich zieh sein Zeug an. So ist. Mal machen. Alles hier hin, alles da. Die Max muss ich rausnehmen.
Ach so, sieht doch gut aus. Das kann weg. Ach, ich erschrecke mich jedes Mal. Wegen der Waffensound, ja. Ne? Er ist echt. Haben die echt was zu ihnen gehauen, ey. Jetzt habe ich Granaten, die kann ich schmeißen bis zur Besinnungslosigkeit. Ja, hast auf jeden Fall genug am Start. Er hat. Kein Wunder, er hat ein schönes dickes Scope. Da hat er ja gleich direkt reingedrückt. Ja. Er hat auf jeden Fall Bock, der Boy. Hast du schon mal einen Night Raid gemacht? In letzter Zeit? Ja, auf Factory. Wenn du da jetzt Nachtsichtgerät benutzt und dann die Infrarot-Taschenlampe anhast, dann hast du eine Taschenlampe für das Nachtsichtgerät. Das sieht richtig mega aus. Okay. Also so wie du den Laser jetzt gerade anhast bei der Waffe. Aha. Würdest du jetzt, wenn du ein Nachtsichtgerät anhast, würdest du so einen Lichtkegel sehen wie von der Taschenlampe. Ah, okay. Und das beleuchtet sogar auch dunkle Stellen, die auch mit Nachtsichtgerät noch dunkel sind. Das ist richtig geil gemacht. Avocado. Ich mache mal meine Map wieder an. AP63 ist jetzt wieder beim Händler verfügbar. Warte mal. Sind die unten oder oben? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, keine Sekunde zu spät, zu früh um die Ecke. Da kam ein blöder Skeff da hinten. Avocado. Rasmussen. Ah, ich muss noch eine Ecke weiter. So, die Jungs sind zwar ein Stückel weggerannt, aber ich glaube nicht, dass die komplett weggerannt sind. Nee. Weiß es nicht. Noch. Das ist halt hart immer, ne? Man weiß nicht, ob die einen gehört haben und selber irgendwo lauern, ne? Ja. Oh. Hoffentlich haben wir einen guten Spawn hinten, dass ich gleich reparieren kann. Klaus, hast du dein Toolset mit? Nein, ich habe kein Toolset. Set of Tools? Habe ich nicht. Ach so. Ich habe keine. Ich habe. Haben wir zwei. Oder oh, ja, cool. Kannst du gleich machen hier. Haltet ihr den Rücken frei? Ja. Okay.
Ideal, dann können wir gleich direkt vorrennen, dann könnt ihr abgeben. Da hinten ist einer. Alles umlegen. Aber achtet auch auf die linke Seite. Naja, ja, die linke habe ich im Griff. Okay, ich bin durch. Aber musst du nicht der ist noch links abgehauen. Der ist noch links abgehauen. Ja, da vorne im Gang. Aber wahrscheinlich hat Matze nur eins mit. Was denn? Ne, ich hab... Das zweite Teil. Ne, das habe ich ja schon implementiert. Ach so. Ah, okay. Also der ist noch links abgehauen, ja? Au! Ich renne mal raus. Du? Er hat mich getroffen, ich weiß auch nicht. Nie Minus. Hast du Klaus? Ja, ja. Alter, stirbst du? Was war denn mit... Oh, war da noch einer? Ja, ja. Der ist ja runtergefallen, mein Loot! Kann aber sein, Klaus, dass ich dich zweimal gehittet hab mit. So, ich bin jetzt hier vorne, Achtung. Was heißt vorne? Na, da wo der Typ war, hier vorne. Ich komme jetzt hier rein. Achtung, ich komme in den Gang. Da. Alles klar. Ich decke dann hier ab. So, was hat denn der Gute hier? Hatchling oder was? Ja. Nee, das hab ich alles schon aufgehoben. Ey, mein Kill. Nee, das war mein Kill. Ich konnte den DocTech zeigen, das ist mein Kill. Hier? Du bist ein Lügner. Hier? Ich kann. Nee, alles gut. Da sind sie alle zwei. Man möchte ihnen den Schädel wegschießen. Ey, habt ihr gesehen, wie ich dem. Ich hab den mit der Schrotflinte voll in die Fresse geschossen. Wie ich dem Skeff eine von Helm geschossen habe? Ich bin oben im Raum. Der Helm konnte glücklich sein, einen Skeff zu tragen. Warte, ich geh um, ich komm nach. Scheiße. Ich hab abgegeben. Ich mach schon mal die Tür auf. Tür ist offen. Ich hab die Tür, Benji, im Auge. Ich bin auch durch. Okay, ist ja bloß 10 Sekunden. Geht's hin? Raus oder was? Ja, sofort raus, klar. Ja, meine Quest abzugeben. Endlich mal. Alter, wer ballert um? Pass auf, nicht, dass wir das Metall schießen und die Leute umlegen nach außen. Man muss ein bisschen höher schießen als der Kopf. Ran's Ruh und? Zählt das wenigstens? Abgegeben, repariert ist repariert, oder? Denke klar. Also ich hab survived. Also meiner hieß Hodenbus halt. Ich hab vor allen Dingen einen Skeff erschossen, Alter. Was soll denn da Keiz? Ich kann jetzt hier nicht. Sollte ich Mittwoch schon Level 15 sein, dann habe ich heimlich gespielt. Okay.